Bitte, Janine. Liebe Genossinnen und Genossen, wir alle sind schockiert über den rechten Terroranschlag von Halle. Es ist entsetzlich und es ist schockierend, aber dieser rechte Terror ist eben leider nicht völlig überraschend oder er ist auch nicht so unvorstellbar, wie in den letzten Tagen von einigen zu hören war. Nein, Rechtsterror ist kein neues Phänomen in Deutschland. Das Oktoberfest-Attentat, der geplante Sprengstoffanschlag auf das Münchner jüdische Zentrum von 2003, die Mordserie des NSU, über fast 200 Tote durch rechte Gewalt seit 1990, über 50 Sprengstofffunde bei Neonazis in den letzten 2 Jahren. Und im Sommer wurde hier in Hessen Walter Lübcke von Neonazis ermordet, nach Halle Djoskard der zweite rechte Mord in Kassel. Halle zeigt einmal mehr, dass Schluss sein muss mit der Verharmlosung rechten Terrors, dass Schluss sein muss mit dem Gerede vom vermeintlichen Einzeltäter. Nein, es geht hier um rechte, militante Neonazi-Strukturen. Die muss man ernst nehmen, die muss man aufklären, statt vom Einzeltäter zu schwafeln, liebe Genossinnen und Genossen. Der NSU war kein Trio und Stefan Ernst kein Einzeltäter. Und es muss auch Schluss sein mit der Vertuschung und der Verschleierung, insbesondere durch den sogenannten Verfassungsschutz. Und es ist so, dass keine andere Behörde so sehr für ihre eigene Abschaffung geworben hat, wie diese Unsicherheitsbehörden in den letzten Jahren, liebe Genossinnen und Genossen. Der Verfassungsschutz kannte Stefan Ernst. Der hessische Verfassungsschutz kannte Stefan Ernst. Und er hat Informationen zurückgehalten, er hat Akten für geheim erklärt. Und deswegen sage ich eines ganz klar. Wenn der Innenminister weiter derartig mauert und die Aufklärung verweigert, liebe Genossinnen und Genossen, dann muss es einen neuen Untersuchungsausschuss geben, der diese Zusammenhänge aufklärt, weil dieser Innenminister nicht in der Lage und willens dazu ist. Und natürlich müssen wir auch über den Nährboden reden, die den Boden bereitet hat für rechten Terror. Und natürlich ist es die Hetze der AfD, die das Klima vergiftet hat, aber sie war es eben nicht alleine. Die Verschärfung des Asylrechts, die Stimmungsmache auf Kosten von Migranten und Flüchtlingen, die hysterische Debatte in den letzten Jahren, alles das war doch Wasser auf die Mühlen der AfD. Nein, Rechten gräbt man nicht das Wasser ab, indem man ihre Forderungen erfüllt und ihre Parolen übernimmt. Ganz im Gegenteil, dadurch macht man sie stark und deswegen sind alle Demokratinnen und Demokraten gefordert, Antisemitismus, Rassismus, antimuslimischen Rassismus und Neonazis sich dem entgegenzustellen und ein deutliches Zeichen zu setzen gegen rechte Ideologie, gegen rechte Gewalt und gegen rechte Parteien. Und deshalb will ich hier nennen, es sind doch nicht Verfassungsschutz und die sogenannten Sicherheitsbehörden, die den Kampf gegen rechts in den letzten Jahren so geführt haben. Ich will nennen die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die waren es doch, die vielen Menschen, die sich an so vielen verschiedenen Orten Neonazis und Rechten in den Weg gestellt haben, dagegen demonstriert haben, wie gerade in Fulda bzw. in Neuhof beim Landesparteitag der AfD, die lokalen Bündnisse, ob die Omas gegen rechts, die Antifa, die Anti-Nazi-Bündnisse. Es muss doch Schluss sein damit, dass diese Bündnisse auch noch kriminalisiert werden. Während Rechte gemordet haben, haben Staatsanwaltschaften sich damit beschäftigt, friedliche Antifaschisten für Sitzblockaden zu belangen. Damit muss doch Schluss sein mit der Kriminalisierung antifaschistischen Widerstands. Liebe Genossinnen und Genossen, heute vor einem Jahr waren wir mitten im Wahlkampfendspurt.
Heute drücken wir den Thüringern die Daumen. Alles Gute, liebe Susanne, herzliche Grüße nach Thüringen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, in Thüringen stärkste Kraft zu werden, wäre das ein so wichtiges Signal über Thüringen hinaus. Deswegen alles Gute für euch und eine gute letzte Wahlkampfwoche. Am 28. Oktober sind wir mit 9 Abgeordneten und dem bisher besten Ergebnis in Hessen in den Hessischen Landtag eingezogen. Es gäbe jetzt sehr viel zu sagen in diesem Grußwort der Fraktionsvorsitzenden, gäbe es sehr viel zu sagen über die Arbeit, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Das mache ich mit Rücksicht auf die Zeit natürlich nicht. Es ist ein eintägiger Parteitag, deswegen nur in Kürze ein paar Schlaglichter. Die Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung hat wenig Neues gebracht. Und ich glaube, man kann sagen, vom Erstarken der Grünen schlägt sich in der aktuellen Politik von Schwarz-Grün herzlich wenig nieder. Hessen hat nach wie vor das höchste Wohnungsdefizit aller Flächenländer. Es ändert sich überhaupt nichts. Und das ist auch kein Wunder, wenn man nicht bereit ist, sich mit den Immobilienbesitzern anzulegen in diesem Land und die Eigentumsverhältnisse im Land in Frage zu stellen, wenn man eine Politik macht, die niemandem wehtut und insbesondere Vonovia und Co. und wie sie alle heißen nicht, dann tut man eben auch nichts für bezahlbaren Wohnraum. Und das ist das Problem bei Schwarz-Grün. Ich glaube, das war noch von Dietmar. Ich trinke mal dein Wasser aus. Ne? Ja, es ist hier immer noch nass, ich merke es ja. Beim Thema Klimaschutz und Verkehrswende. Es kommt überhaupt nichts voran. Der Frankfurter Flughafen wird ausgebaut. Und liebe Genossinnen und Genossen, wisst ihr was? Dieses Jahr ist ein einziges Windrad in Hessen ans Netz gegangen. Eins. Also da kann man nur sagen, da sind 2 Minister der Grünen für zuständig. Also da kann man nur sagen, also besser hätte die FDP das auch nicht hingekriegt. Wir erleben eine unmenschliche Abschiebepraxis in Hessen. Und zwar nach wie vor wird abgeschoben nach Afghanistan, es werden Familien auseinandergerissen und Menschen leben in permanenter Angst und Unsicherheit. Und deshalb sagen wir, das muss Schluss sein mit dieser unmenschlichen Abschiebepraxis. Wir kämpfen für ein Bleiberecht und für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Und natürlich geht auch im Bereich der Schulpolitik nichts voran. Lehrermangel, Unterrichtsausfall und ein Kultusminister, der einem nicht mal sagen kann, wie eigentlich der Unterrichtsausfall genau aussieht. Da auch da sind wir natürlich als Opposition gefragt. Und deswegen zum Schluss zu kommen, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind eine stärkere Fraktion und das ist gut. Aber wir wissen natürlich auch, dass Veränderungen nicht allein über tolle Reden und Anträge in Parlamenten passieren, sondern durch gesellschaftlichen Druck. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam mit sozialen Bewegungen, gemeinsam mit den Gewerkschaften und betrieblichen Aktivisten für gute Arbeit. An der Stelle will ich sagen, Solidarität mit den Beschäftigten bei Thermo Fischer, bei LSG Sky Chefs, bei Buderus, bei HEP und überall sonst in Hessen, wo Beschäftigte gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Die Linke steht an eurer Seite, weil für uns die Arbeitnehmerinteressen wichtiger sind als der Profit der Unternehmen. Und deshalb werden wir mit euch gemeinsam auch um den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen. Und wir stehen an der Seite der Proteste für Fridays for Future. Ich freue mich sehr, dass Paul Harder heute hier ist. An der Seite von Sand im Getriebe, den Umweltaktivisten, ob in Neu-Eichenberg auf dem Acker, am Frankfurter Flughafen oder aktuell bei der A49. Wir sind der Meinung, es gibt keinen grünen Kapitalismus. Wer das Klima schützen will, der muss diese Wirtschaftsweise und damit auch den Kapitalismus in Frage stellen. Und natürlich stehen wir an der Seite der Mieterinitiativen, die kämpfen für bezahlbaren Wohnraum. Und auch an der Seite derer, die gerade vor 2 Wochen in Frankfurt ein Haus besetzt haben oder wie ich es nennen würde, leerstehende Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Das darf nicht kriminalisiert werden. Kriminell sind die Leute, die aus spekulativen Gründen Wohnraum leer stehen lassen und damit die Mieten verteuern und den Städten Wohnraum entziehen. Diese Menschen, gegen die muss man vorgehen und nicht gegen die Mietenaktivisten, liebe Genossinnen und Genossen. Und ein letztes, natürlich
stehen wir solidarisch an der Seite der Kurdinnen und der Kurden, die heute in vielen Städten in Deutschland demonstrieren. Und wir sagen klar, Schluss mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Kurden. Schluss mit deutschen Waffenlieferungen und Schluss mit der Kriminalisierung der Kurden in Deutschland. Aber wer die Solidarität mit den Kurden zeigen will, der muss auch deutlich machen, dass kurdische Vereine, kurdische Organisationen in Deutschland nicht derartig stigmatisiert werden dürfen. Wir stehen solidarisch an der Seite von allen demokratischen Kräften in der Türkei und an der Seite der Kurdinnen und Kurden, die gerade wieder von der gesamten Welt im Stich gelassen werden. Und in diesem Sinne, Dietmar hat ein bisschen was zur Partei gesagt. Ich will nur sagen, eine Partei ist kein Selbstzweck, sondern eine Partei hat den Sinn und den Zweck, eben genau diese Bündnispartner, die ich jetzt genannt habe, an deren Seite zu stehen und diese Menschen nicht zu enttäuschen. Da haben wir eine riesige Verantwortung. Und gerade in Zeiten einer erstarkenden Rechten ist es so wichtig, dass die Linke ein Pol der Hoffnung darstellt. Dass die Linke sagt, es ist richtig, wütend zu sein über die beherrschenden Verhältnisse. Aber wir brauchen eine internationalistische, eine linke Perspektive, eine linke Antwort darauf. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Parteitag alles Gute. Vielen Dank.